Hi, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich fahre jetzt sofort los in die MHH-Bib, weil ich da meine Lerngruppe treffe. Wir haben jetzt eine Lerngruppe gegründet und wir machen das jetzt so, dass wir bestimmte Tage vom Lernplan da besprechen. Ja, ich bin gespannt, wie das funktioniert, denn das noch nicht gemacht. Wir probieren das jetzt aus und überlegen, ob wir das einmal die Woche so weiterführen. Aber vielleicht noch mal kurz vorab, wenn du nicht weißt, worum es geht. Ich bin Lea, ich studiere Medizin in Hannover und ich schreibe im Oktober diesen Jahres mein zweites Staatsexamen. Darauf bereite ich mich gerade vor. Ich mache einen 100-Tage-Lernplan. Ja, ich nehme euch hier durch diese Vlog-Reihe mit, durch meine Prüfungsvorbereitung, durch meine Examensvorbereitung. Und wenn dich das interessiert, bleib gerne dran und ich wünsche dir viel Spaß. Ey, Lea. Deine Zeit ist gekommen. Wie, jetzt schon? Ach so, nee, das meinte ich jetzt nicht damit. Schalt ausnahmsweise mal deine Birne ein. Du weißt, worum es geht. Oh nein, oh nein, oh nein. Der 100-Tage-Lernplan. Hol mich hier raus. Genau, der 100-Tage-Lernplan. Mein Staatsexamen schreibe ich voraussichtlich im Oktober diesen Jahres. Kann ich nicht. Vielleicht bin ich dumm. Mist aber auch. Wünsche mir ganz viel Glück. Okay, let's go. Boah, ist das hell. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe mich gerade mit meiner Lerngruppe getroffen. Wir haben das jetzt so mit ein paar Freunden, Freundinnen abgemacht, dass wir uns in so einer kleinen Gruppe, wir sind jetzt 6 Leute, wir wollen uns jetzt einmal die Woche in der Bib treffen. Wir haben da einen Raum, wo man auch ja, reden darf. Und da treffen wir uns dann immer an so einem Gruppentisch. Und heute war dann sozusagen unser erster Tag, wo wir das gemacht haben. Und ich fand es sehr, sehr cool. Mir hat das wirklich sehr viel gebracht. Und wir machen das grundsätzlich dann so, dass jeder von uns einen Lerntag praktisch vorstellt, kurz, also nicht in einer Art Vortrag mit so Folien und so, sondern wir besprechen das einfach kurz durch, nur eine Person leitet halt einen Tag sozusagen an und dann guckt man, was ist wichtig, was müssen wir unbedingt beachten, wo muss man schauen, dass man das vielleicht nicht mit anderen Erkrankungen verwechselt. Ja, und wir haben das heute auch so gemacht, dass jeweils die Person dann immer gesagt hat, was sie sehr wichtig und interessant fand an dem Lerntag und auch so, was vielleicht in den Fragen öfter vorkam. Ich habe heute noch keinen Tag vorgestellt, weil ich mir das erstmal angucken wollte, weil ich mir nicht sicher war, ob das so das ist, was mir was bringt. Aber ich habe heute schon gemerkt, dass das schon cool war und dass man auch nochmal merkt, wo man nochmal wirklich wiederholen muss. Und das ist wahnsinnig viel bei mir, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, wo man dran ist und auch so den Lernstand mit anderen Leuten zu vergleichen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, nächste Woche dann auch einen Lerntag vorzustellen und ja, wir hoffen, dass wir das dann einmal die Woche machen und eventuell dann vielleicht sogar mit allen Tagen irgendwann durchkommen. Genau, das hat jetzt so ungefähr 100 Minuten gedauert. Wir haben die Zeit gestoppt, dass jeder eine bestimmte Zeit hat und die auch nicht überschreitet. Das ist auch ganz gut, weil irgendwann ist die Konzentration ja auch einfach nicht mehr die beste. Ganz am Ende haben wir nochmal so eine Feedback-Runde gemacht, nochmal geschaut, okay, was können wir vielleicht besser machen, was war gut, was war nicht so gut. So viel dazu. Ich sitze jetzt wieder hier zu Hause am Schreibtisch. Wir haben jetzt 16.38 Uhr und ich muss heute noch meinen Lerntag machen. Ich muss noch den von meinem letzten Lerntag beenden. Ich glaube, ich bin bei Tag 20. Scherz, finde ich gar nicht. Ich bin bei Tag 23. Ich war jetzt die letzten Tage auf dem Hurricane Festival, deswegen bin ich auch ein bisschen verklatscht. Muss erst mal gucken, was hier überhaupt letztes war. Ich komme einfach nicht hinterher mit den ganzen Artikeln, das ist furchtbar. Ich schätze, ich muss das realistisch einschätzen und ich glaube, ich schaffe heute nur Tag 23 zu Ende zu machen. Ich schau mal, wie weit ich komme. Ich fange jetzt erstmal an, Tag 23 zu Ende zu kreuzen. Ich hatte da tatsächlich schon letzte Woche Freitag, glaube ich, nee, Donnerstag, 20 Fragen gekreuzt. Musste dann aber meine Sachen packen und aufs Hurricane. Und deswegen habe ich nicht alle Fragen geschafft. Und jetzt mache ich noch die restlichen Fragen. Es sind insgesamt 61 Fragen. Und dann schaue ich mal, ob ich die ganzen Artikel dazu lese. Es geht heute, also es ist immer noch innere Medizin und es geht heute um die Rheumatologie. Genau, das steht heute auf dem Plan. So, und hier wollte ich euch noch einmal was zeigen. Ich weiß, ich habe es im letzten Vlog auch schon gezeigt, aber falls du das nicht gesehen hast... Ups! Nein! Es gibt eine Seite, lernplan.net, und da kann man sehen, bei dem 100-Tage-Lernplan von Amboss, hier auch für Herbst 24, an jedem einzelnen Tag kann man sehen, welche Artikel man lesen muss und auch
wie umfangreich die sind, je nachdem, wie hoch die Säule ist. Hier unten kann ich sehen, wie viele Fragen ich an dem Tag kreuzen muss. Und die Farben bedeuten jetzt auch, wie hoch ist der Impact fürs EMPP sozusagen. Also wie viele Fragen wurden bisher in Schnitt gestellt. Das gibt eine grobe Orientierung, welche Themen vielleicht eher ein bisschen wichtiger sind, sich nochmal anzuschauen. Muss aber auch dazu sagen, dass das alles keine Garantie ist und keine Sicherheit, dass das in dem Fall auch wieder so ist. Also in diesem Staatsexamen, es kann jederzeit alles neu geordnet werden, neu gefragt werden. Mir gibt es trotzdem halt ein bisschen Orientierung, um zu schauen, okay, welchen Artikel skippe ich vielleicht mal eher, wenn ich mal irgendwie ziemlich viel Zeitdruck habe. To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. Guten Morgen, wir haben heute Dienstag, es ist 11.15 Uhr. Ich bin im Moment ziemlich unmotiviert und ziemlich kaputt, weil ich auch noch ein bisschen krank bin. Es ist alles ein bisschen blöd, ich kann mich irgendwie sehr schlecht konzentrieren. Ich versuche es trotzdem. Also ich habe gestern ja noch gekreuzt und dann habe ich noch angefangen, Artikel zu lesen. Gestern war der letzte Tag Innere Medizin und da muss ich jetzt noch ein, zwei Artikel zu Ende lesen. Und heute fange ich dann an mit Infektiologie, Mikrobiologie. Ja, ich kann es nicht glauben, dass ich Innere Medizin durchhabe. Und ich habe irgendwie auch so das Gefühl, boah, ich muss das irgendwie alles wiederholen, weil ich mir das alles nicht merken kann. Das löst irgendwie schon einen ganz schönen Stress in mir aus. Ich bleibe einfach am Ball, ich mache einfach weiter und ich habe ja auch Wiederholungstage am Ende. Jedenfalls fange ich heute an mit Mikrobiologie und ich kann ja mir ja mal sagen, welche Themen da drin sind. Das ist immer das Thema Sepsis, Blutvergiftung. Das ist ganz cool, weil ich über das Thema auch eine Doktorarbeit mache. Deshalb sowieso sehr wichtig und relevant für mich. Dann was zu bakteriellen Durchfallerkrankungen. Dann lese ich was zum Thema Lebensmittelvergiftungen, Norovirus, Clostridien, Durchfall, mikrobiologische Untersuchungen, E. coli-Infektion, Blutkulturen, Giardiasis. Ich weiß nicht mehr, ob es Parasiten sind, keine Ahnung. Ja, Amöbiasis und Rotavirus-Infektionen. Ja, das ist ein ganz schöner Plan, also das ist ganz schön viel. Und ich kreuze heute 68 Fragen. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll heute. Vor allem, weil ich von gestern noch ein paar Artikel lesen wollte. Zumindest das zum Thema systemische Sklerose. Lupus muss ich noch zu Ende lesen. Ja, och Gott. Ich habe mich gestern vor allem mit der rheumatoiden Arthritis, mit der Spondylarthritis beschäftigt, mit der Arthrose, so Gelenkerkrankungen. Ja, ich glaube, ich werde erstmal zum Mittagessen in die Mensa fahren, meine Freunde treffen und dann starte ich und lese erstmal die Artikel, kreuz am Ende Fragen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, mein Kopf ist so eine riesige Matsche im Moment und es ist einfach so schwer, mich zu konzentrieren und mir das zu merken. Ich finde das so beim Lesen so schwer, weil ich halt das Gefühl habe, ich lese das, aber ich höre mir selber beim Lesen irgendwie nicht so zu. Das geht mir echt sehr, sehr doll auf die Eierstöcke, muss ich sagen. Aber kann ich jetzt nicht ändern, ich gebe mein Bestes und mehr als mein Bestes geben kann ich nicht tun. Und Hauptsache man beschäftigt sich irgendwie damit, glaube ich. Ja gut, Leute, wir hören uns später. To your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I'm
Morgen. Ich bin ungelogen gerade erst wach. Wir haben Handy. Ach, ich habe mein Handy in der Hand. Ich habe mich gerade so erschreckt, weil es ist einfach 12:30 und ich habe so lange geschlafen. Ich dachte mir so, ich stelle mir einmal keinen Wecker, ne? Wird schon, ich wache so um 9 oder um 10 spätestens auf. Ja, von wegen, ey. Ich bin irgendwie nicht so gut im Vloggen im Moment. Gestern habe ich morgens im Café gelernt mit Nadine und ich musste noch kreuzen vom Tag davor. Das hatte ich nämlich nicht geschafft. Habe dann noch ein paar Artikel gelesen, also so die wichtigsten. Und dann, als ich zu Hause war, habe ich noch den anderen Tag gekreuzt. Ich blende euch hier mal die Ergebnisse ein. Gestern habe ich richtig gut gekreuzt, nämlich. Ich bin total erschreckt, weil das ist der zweite Tag Mikrobiologie und irgendwie ist da doch ein bisschen was hängen geblieben. Ich habe Mikrobiologie nämlich erst im 5. Schuljahr geschrieben, weil ich das so lange geschoben habe. Deswegen, weil es noch relativ frisch ist. Ich weiß es nicht. Und würde ich sagen, genau, war ich gestern noch spazieren mit einer Freundin. Also wir waren wirklich 8 Kilometer spazieren, richtig heftig. Einmal um den Maschsee rum und nochmal zurück nach Hause. Ja, das hat so gut getan, das war so schön. Ich glaube, ich fange heute mit meinen Anki-Karten an, weil die habe ich gestern nämlich nicht gemacht. Die habe ich schon seit 2 Wochen nicht mehr gemacht. Alter. Fangen wir doch mal an. Es ist jetzt schon 14 Uhr. Aber egal, besser spät als nie, ne? So, ich habe ja gesagt, ich habe viele Ankis zu bearbeiten. Ich habe das ja lange nicht gemacht. Bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich jetzt die Anki-Karten zu dem jeweiligen Lerntag mache. Also zu Tag 26, das wäre heute. Oder ob ich diesen Stapel mache, den ich irgendwann mal angefangen habe, wo so diese Basics, also diese Never Forget vom Amboss-Lernplan drin sind. Wie immer, ich verlinke die Anki-Karten unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache diese Never Forget, weil es hat mir eigentlich echt viel gebracht. Da sind zu allen Themen so allgemeine, wichtige Infos. Sowas wie Basistherapie beim Asthma, also diese Stufentherapie oder ganz allgemein Medikation bei bestimmten Herzerkrankungen und sowas. Und eigentlich ist es echt, das sind so Basics, die halt voll wichtig sind und mir hat das halt übel viel gebracht, auch so beim Kreuzen, wenn dann so Themen aufkamen, die ich in den Anki-Karten schon hatte. Das ist hauptsächlich halt innere Medizin. Genau. Ich fange jetzt einfach mal damit an. Ödeme und Karexie. Lungenembolie Wales Score. Oh, diese scheiß Wales Score, ne? I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Gesundheit, ne? Find echt so. Keine Ahnung. Ich hätte mir auch eine exogene allergische Alveolitis, ja, weil der Vögel zu Hause hat. Und nicht so ein Vogelhalter. Ja, Vogelhalterlunge. Käsewäscherlunge. Das ist so witzig. Husten! Wir haben jetzt schon Sonntag. Ich wollte das Video gleich hochladen. Gab eine kleine Unterbrechung die Tage, sodass ich nicht weiter gevloggt habe. Naja, soweit so gut. Ich habe ja nicht so viel geschafft die Woche im Lernplan. Ich bin jetzt bei Tag 27, glaube ich. Genau, ich muss jetzt mit Tag 27 heute anfangen, muss vorher aber noch Tag 9 vorbereiten, weil ich morgen wieder meine Lerngruppe habe, so wie jetzt ab jetzt wahrscheinlich jeden Montag. Und ich stelle ja jetzt auch einen Lerntag vor morgen. Da werde ich mich natürlich nochmal einlesen nachher.
und mir vielleicht in einem Word-Dokument so ein paar wichtige Stichworte zusammenschreiben und dann gucke ich mal, okay, was ist wirklich wichtig hier, wie kann ich das ganz komprimiert in ein paar Minuten zusammenfassen. Das wird bestimmt ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, ich kriege es gut hin. Ja, ich hoffe, dass ich Tag 27 noch beginnen kann. Ich muss auch sagen dazu, dass ich nicht immer alle Artikel lese, weil ich es nicht schaffe, weil ich das Gefühl habe, so, okay, ich komme sonst gar nicht durch mit dem Kreuzen und ich mache ja auch ab und zu noch Anki-Karten, weil mir das sehr, sehr viel bringt. Habe ich jetzt aber auch wieder schleifen lassen. Ich habe ja einmal diese Woche habe ich das ja gemacht, aber ich müsste es eigentlich jeden zweiten Tag machen, bloß die Zeit habe ich halt leider nicht. Ich muss ein bisschen konsequenter werden, dass ich vielleicht ein bisschen früher anfange morgens, sodass ich auch die Artikel alle durchbekomme. Man kann ja nicht immer wahnsinnig konsequent sein, ne? Solange ich einigermaßen gut kreuze und das Gefühl habe, es bleibt wohl ein bisschen was hängen, bin ich zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war spannend. Ich hoffe, ich kann dir auch ein kleines bisschen was mit auf den Weg geben. Ich bin vielleicht nicht die Vorzeigestudentin und so, dass man sich ein komplettes Beispiel an mir nimmt, wie man lernt, aber ich versuche es einigermaßen realistisch zu zeigen. Vielleicht ist es auch gut zu sehen, dass ich auch oft prokrastiniere. Was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann in, ich glaube, 2 Wochen. Tschüss.